kann. Hallo, ich schlafe. Ja, ich auch. Nee, offensichtlich doch nicht. Wieso liege ich dann seit einer Minute? Ah. Ja. Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier. In unserem schönen Haus. Ja. Wir haben das Haus inzwischen fertig gebaut. Wir entschuldigen nochmal, falls es kleine Schwierigkeiten gab in der letzten Folge. Uns ist da eine andere im Aufnahmetool passiert. Ja, kommt vor. Also Tier. Ja. gut, wir haben hier noch zwei Kisten, die würde ich jetzt auch aufräumen. Oder wegräumen. Wir haben noch fünf Sattel. Sattel. Brauchen sie alle nicht. Machst du die andere Kiste? Welche hast du jetzt gemacht? Die Verbrauchsgegenstände, die Waffenwerkzeugkiste. Welche Kiste? Die ist hier nicht. Hier ist nur noch die Verbrauchsgegenstands geändert. Die sollst du ja machen, die sollst du ja nehmen. Du hast unseren Grasbeutel. Hier sind so viele Sachen drin, die brauchen wir nicht. Ja, wir können ja ein bisschen aussortieren. Ja, ich werfe jetzt hier einfach mal ein bisschen was weg. Ein Lederhut braucht auch keiner. Ja, ich traue auch mal nur die besten Sachen. Kerzenleuchter. Mal ein. Feuerhucks. So. Das bleibt da. Das kommt hier hin. Das auch hier hin. Das auch hier hin. Hier kommt dann noch das rein und das rein. Dann kommt hier noch die zwei rein. Was ist da? Was kommt da rein in die Ecke? Ach, meine Blöcke. Hier. Das sind da draußen nämlich sehr gut. Gut, was ist noch? Was nehmen wir noch auf? Wir nehmen das auf. Oder was ist das? Das Ding ist. Okay, mach mal. Die da hier heben wir auf. Das da, das da. Jede hier. Oh, der ist gut. Oder ganz nett vielleicht. Ah, müssen eh alles raustun. Ja. So. Okay. Und dann hauen wir hier eben rein, was noch rein soll. Ja, das ist eh fast kaputt. Dann lassen wir da auch. Und kommen hier noch ein Zettel rein, drei Stück. Und dann das. Gut, dann kommen keine. Warum haben wir so viele Schüsseln? Schüsseln? Weiß ich nicht. Ja. Warum habe ich hier zwei Goldringe? Die kann ich wegwerfen. Die Kiste hier ist jetzt voll und wir haben immer noch ganz viel Sachen hier, die wir nicht brauchen. Gut. Hast du uns an Wir haben, wir haben 56 Carpenter-Torches. Wenn wir einen Mülleimer machen, dann würde ich den schon im Haus machen und nicht 30 Meter weiter weg. Gut, ja, dann mach vorm Haus einen Mülleimer. Im Haus. Ja, im Haus wirst du einen Lava-Eimer platzieren. Nein. Mülleimer heißt nicht gleich Lava-Eimer. Doch. Dann bau einen. Ja, ich... Und, hier... Oh, nee, stimmt, den hast du ja noch, den Thalischen Helm. Da war ja was. Thalischen Helm, was? Den hab ich? Nee, hast du nicht. Nee, eben nicht. Gut, genau. Hier. Ansonsten sind hier nicht mehr viele Sachen. Wir haben noch ein Bett. Ich denke mal, die Sachen, die du da liegen hast, sollen alle weg. Ja. Was hast du da größtenteils so rein? Leider. Müll halt. Ja, okay. Ich schaue es mir gerade so ein bisschen an. Okay, ja. Habe ich das noch? Hast du gerade... War das Lava-Ding, oder? Ja, ich habe es verbrannt. Jo, warte hier, dann droppe ich auch mal kurz alles, was... so mit Kuh. Singen wir eine Trashcan. Weg. Nee, es gibt... Ja. Es gibt keine... Ah, nein! Ha! So. Dann darfst du den hier verbrennen. Ach, ich kann... Hallo, nee, diesen Gundabad-Uruk-Bludgeon, da verbrenne ich nicht. Gut, dann... Ich habe jetzt noch drei Zettel, die behalten wir, weil es für drei Leute sind. Pack die wieder einfach mal hier in meine Backpack rein. Wisst ihr nicht, für welches Pferd? Ja, wir spenden irgendwann in Rohren, sind die da. Wenn ich mich erinnere, sind dazu die Pferde anständig. Das Bett. Zarion kriegt auch noch ein Bett, auch wenn er aktuell halt einfach
Leider. Hä, wo ist hier noch der? Ja, komplett verhindert ist. Komplett verhindert. Naja, ist ja letztlich so. Er kriegt das schlechte rote Bett. Sorry, Zion. Gut, dann können wir den Rest hier unten noch wegräumen. Übrigens, zieh dir mal von jeder Rüstung mal das volle Set an, dann kriegst du für jede Rüstung ein einzelnes Achievement. Okay. Ja, wird bestimmt über die Zeit noch passieren. Bestimmt. Oder mit was kriegen wir den weg, ohne dass er zerstört wird? Was denkst du? Geht das mit der Axt? Ja, mit der Spitzhacke. Okay, gut. Dann haben wir dann das geklärt. Hier ist noch unser Zaubertisch. Den müssten wir eigentlich auch dann abbauen. Oder? Was hast du für eine Spitzhacke? Eine Hefty Drum. Ja, okay, Zwergenspitzhacke müsste gehen. Jo, funktioniert. Dann baue ich auch mal die anderen ab. Okay, so habe ich hier drei Uhren im Inventar, die können auch weg. So, ich habe auch noch, glaube ich, ein paar Sachen, die. Oder ein bisschen was, was weg kann. Hast du irgendwo was gemacht von weiteren Mülleimer? Nee, beim Mülleimer bin ich noch. Aber kann ich vielleicht nach der Folge mal schauen. Wir wollten ja heute in der Folge. Erklär doch mal, was wir heute in der Folge ja, machen wollen. Milky Way war so freundlich und hat sich etwas angeschaut. Oder hoffentlich durchgelesen. Ich hoffe, du hast es verstanden und weißt, wie es geht. Es gab keine Anleitung dazu. Also nein, ich weiß nicht, wie es geht, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Hoffentlich. Ja, wir wollen uns jedenfalls. Hier Ja, eine genau. Fraktion Schon mal der erste Fehler, mit dem kannst du erstmal noch nichts anfangen. Also, jo. das Erste, was du machen musst, ist ins Mittelerde-Menü zu gehen. Ja. Und dann auf Factions. Und dann die mal raussuchen, wo wir die wir wollen. Genau. Ah, wir wollen nämlich mit den Hochelden Ey, aber ja, okay, eine Allianz ja, sind das die? Bilden sozusagen. Was? Ja, sind die, oder? Müssen die sein. Was denn? Ja, es müssen die sein, nur weil halt Nolde und Sindarin auf Lindon und Imlad. Ach nee, warte, oh, ich bin dumm. Ja. Imladris ist ja Bruchter. Ja, gut. Und dann müssen wir hier ja. plätschen, oder? Ja. Dann machen wir es mal. Yay, Pledging service to high elves will earn their friendships and grant you many special benefits, including the ability to engage in conquest. If you choose to make this pledge, you may break it at any time, but doing so will incur a large penalty. Okay, ja, wir machen es mal. Pledged. Yeah. Und dann können wir es wieder brechen. Okay, gut. Jetzt können wir bei allen anderen, also bei allen Gegnerfraktionen der Elben. Können jetzt Sachen erobern, oder? War da nicht irgendwas sowas? Warte mal, ich schau noch mal kurz. Oh Gott. Also ich würde erstmal zur Fraktion der Hochelben gehen. Da bist du, denke ich, auch gerade, oder? Wie meinst du? Also auf der Karte? Du hast unten so einen Schieberegler. Ja. Genau, da musst du zur Fraktion der Hochelben gehen, aber das bist du probably schon, oder? Genau, ja. Und den kann man sich voll einfach craften. Und dann? Also, man kann mit diesem Table of Command Units anheuern, also Einheiten. Also be used to assign your hordes and swords of command to certain companies, allowing to right click the table. Okay. Also, wir brauchen ein Horn oder ein Sword of Command. Okay, hatten wir nicht ein Sword of Command, so ein Horn? Hatten wir da eins? Ja, aber das Horn ist irgendwie ein bisschen verpackt. Ich mache ein Schwert, ich mache ein Sword of Command, das sieht cool aus. Okay, welches Holz soll ich verwenden für die, Ding? Für unseren Zaubertisch? Keine Ahnung, irgendeins, was weg kann halt. Ja, okay, brauchen viel Holz war das ja, weil ich brauche jetzt auch hier das Fluss. Naja. Also halt relativ viel. 15 mal brauchst 60 Holz. So. Okay, dann mache ich mal hier ganz kurz einen. Ich habe hier übrigens ein Crafting Table aufgebaut, weil ich gesehen habe, wir hatten keinen. Jo, das ist gut. Gut, also ich habe jetzt hier zweimal ein Sword of Command. Kann ich dich damit commanden? Hier, ich hab dir mal die Bücherregale wieder hingelegt.
kannst du da, dich darum kümmern, wenn du möchtest. Wo ist denn die überhaupt der Enchanter jetzt? Den habe ich bei mir noch. Der ist hier. Mhm. Ja, gut. Also, komm mal wieder mit nach oben. Ja. Die haben hier Steinkisten. Ja, das sind unsere privaten Kisten. Ich habe einfach mal noch den Müll reingelegt. Den Müll? Du hast mein Schmetterling da. Du kannst ihn gerne mitnehmen, wenn du möchtest. Naja, egal. Nimm mal hier das Schwert. Jo. Platzier auch hier mal und noch jetzt Table. Müsstest du den Table damit rechts klicken. Ja. Assigned Hired Units Quadrone. Okay, und jetzt kannst du da den Namen deiner Company reinschreiben. Okay, ja, das Command Item will now command all and only unit. Okay, mit diesem Schwert kannst du dann alle Einheiten kontrollieren, die quasi dieser Kompanie angehören. Jo. Und jetzt kann ich mit dieser Kompanie irgendwas tun. Warte mal. Ja. Genau. Also ich sehe jetzt hier Sword of Command Squad. Also wenn du im Inf da drüber gehst, dann sieht man das Sword of Command Squadron und dann der Name von deiner Company. Falls ihr einen besseren Namensvorschlag habt als meinen billigen, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare rein. Genau, du kannst dir nämlich einfach, du kannst dann nämlich einfach wieder drauf rechtsklicken, damit und dann kannst du den Namen der Company wieder ändern. Ja. To assign troops to a company, right click on them and select command. You will see another text box. And Yeah, okay. Also ich glaube, wir müssen jetzt nach wieso habe ich hier so ein Lederhut? Ich glaube, wir müssen jetzt hier nach Rivendell gehen und mal schauen, ob wir da ein paar Leute finden. Rivendell oder Furt der Bruinen? Wir können auch irgendwo hingehen. Irgendwo halt, wo Elben sind. Ich tippe mich einfach mal irgendwo hin. Ja, das kannst du. Ja, dann tippe ich mich hinterher. Ich habe mich in den Baum tippe. Geil. Da will ich bitte nicht rein. Ja, bin aus dem Baum da draußen. So, / tp. Milky Way. Ich muss sagen, das Sword of Command sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Bloß, es hat halt. Schau mal, wie viele Attack Damage es hat. Ist richtig stark, ne? Wow. Also, hier haben wir einen Elben. Ja, okay, Elfen. Aber mit dem wird es nicht klappen, weil das kein Krieger ist. Okay. Hier sind alle keine Krieger. Da drüben sind Krieger. Ja. Das sind mehrere. Schauen wir mal, ob wir da. Wie geht denn das jetzt? Kann es sein, dass wir erst Truppen heiern müssen bei einem Captain? Könnte das sein? Ja. Aber wir hatten wir nicht mal irgendwann einen Captain gefunden? Nee, ich glaube nicht. Doch, wir hatten mal einen Captain gefunden. Ich frage auch, wie die Captain aussehen. Bin ich mir ganz sicher. Moment. Das ist doch hier ein Captain? Nee. Aber wir hatten mal einen gefunden, neben irgendeinem Rivendell-Haus in der Nähe vom Weg. War das. Ich glaube, wenn wir einfach den Weg wieder... Wo hast du uns überhaupt hin, tippet? Okay, wir müssen ein bisschen südlich. Dafür. Ja, ich sehe schon den Weg. Ich wollte bloß wissen, in welche Richtung vom Weg wir müssen. Ich glaube, wenn wir jetzt westlich entlang gehen hier, dann. Gut, wir können mal schauen. Ist natürlich die Frage, ob der überhaupt noch da ist oder ob der disappariert ist. Disappariert, also halt despawned ist. Ich glaube nicht, dass so ein Captain despawned. Ist er das? Ja, oder? Probably nicht. Sieht aus wie ein ganz normaler Krieger. Nee, der Typ hat eine Quest. Malernuts, okay. Moment, ich schau mal, wie der aussieht. Das haben wir auf jeden Fall gelootet. Aha. Die Teile der Rüstung. Malernuts. Okay, der hat ein Schwert und eine Münze in der Hand. Okay, das ist sowas wie ein Trader letztlich. Ja. Oh, ich muss essen. Eine gute Quest. Ja, hier haben. Aber es gibt hier auf jeden Fall sehr viele Krieger, die wir dann später anheuern können. Ey, ich will das mal unbedingt so sehen, dass wir einen Trupp an Elfen gegen so einen Gundabad-Wag Raid spielen lassen. Es ist halt teuer und die sterben dir halt, wenn du nicht aufpasst. Ich hab genug Geld. Also ich habe keine Ahnung, wie viel kostet das eigentlich. So, viel. Hobbits sind ja richtig billig, aber die können auch nichts. Ja, klar, das sind ja auch nur Bauarbeiter, die können ja nicht mehr kämpfen.
Hier ist übrigens noch ein Haus. Ja, vielleicht finden wir hier irgendwo einen Captain. Es sind so viele Elfen. Der hat eine Quest. 5 Carved Gondor Bricks. Nee, machen wir nicht. Das hört sich kompliziert an. Muss einfach nur kurz nach Gondor und 5 von diesen komischen Steinen abbauen. Ja, das war's. Nice, der Baum hier ist im. Das ist jetzt nicht so schwierig. Ich glaube, die kannst du auch craften. Milo Wannen. Nee, ich glaube, wir hätten in die andere Richtung gemusst. Aber vorbei. Da hinten sind welche. Vielleicht ist einer von denen. Ein Captain. Nee. Seid auch alle nur Krieger, ne? Ja, okay, wir hätten in die andere Richtung gemusst. RIP. Yay. Los geht's. Ich glaube, man muss dann das, was man getötet haben will, mit diesem Schwert angreifen. Also, weiß ich jetzt nicht, aber kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Nee, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe von dem, was ich so bisher gesehen und gemacht habe, dann müssten die einfach auf alles angreifen, was es geht, außer du gibst ihnen entsprechend andere Befehle. Dann kannst du ihnen ja Befehle geben, wie auch den Hobbits. Kann man ja Befehle geben, in welchem Bereich die ackern sollen. Und ja. Ich glaube, die können auch in einem gewissen Umkreis eben dann auch alles angreifen. Ich glaube, so ist das. So, hier war jetzt das Haus, glaube ich. War das das? Ich glaube schon. Ich glaube, hier irgendwo in der Nähe könnte noch ein Captain sein. Also halt. Ja. Nur versuchen wir halt noch ein bisschen nach dieser Folge, die auch nicht mehr die jüngste ist, nach einem Captain. Und wenn wir ihn finden, beginnen wir einfach dann eine zweite Aufnahme. Ah, und der trägt Rivendell-Rüstung, aber keinen Helm. Ah, okay, gut. Der spawnt offensichtlich in so Hallen. Moment, wie sehen die aus? Genau, das sind diese quadratischen Gebäude da. Diese Riesen. Moment, da ist doch an der Furt der Brünen eine, oder? Ist da eine? Ich schau mal, ob da einer gespawnt ist. Ich geh auch mal hin. Das wäre jetzt echt praktisch. Ja. Aber du meinst diese Dinger, die wir da ganz am Anfang dann gelootet hatten? Ja, genau. Jo, ich bin schon da. Ich schau mal, ob ich was finde. Puh, das war wie die Nadel im Heuhaufen. 21 Angmo-Orks, ja, die kriege ich irgendwann down. Da hinten ist er. Ernsthaft? Da ist ein Captain. Ja, schau, das da hier ist ein Captain. Oh, wir haben ihn gefunden. Oh, oh. Captain. Er will nicht so ganz. Moment mal. Brauchen wir noch mehr positiv? Kann das sein? Moment mal. No elf would follow one as young in deeds as you into war. Kann es sein, dass der einfach keine. Dass wir, dadurch, dass wir hier Krieg begonnen haben, mit der. Wir uns der Fraktion beigetreten sind, irgendwie so? Wir sind seiner Fraktion beigetreten. Ja, schon, aber im Prinzip so, die möchten gar keinen Krieg. Das stimmt nicht ganz. As we elves do not go idly to war. Idly. Aber schau mal, ich hab von denen 423 Feinde gekillt. Lol, 400? This faction, schau mal, this faction does not encourage war crimes, the killing of peaceful enemy civilians. Ja. Haben wir ja nicht. Haben wir nicht? Trades made, unit hired, enemy slain, 250. Übrigens, bei den Factions, bei der Karte oben rechts ist so ein Plus, wenn du da drauf gehst, ja. Dann siehst du, wo die, Einflussgebiete, halt. Ja, sehe ich. Das kenne ich. Ich schau mal, was das da jetzt, Was sind jetzt hin? Oh, wo ist der Typ hin?
Machst du das? Nee. Du backst nur im Boden fest. Also, die High Elves sind alliiert mit den Dunedain, den Fangorn und mit Lothlorien. Ja, Freunde mit Bree, Gondor, den Hobbits und Woodland Realm. Also ja, vermutlich Waldelben oder so. Neutral sind sie mit den Blue Mountains, also halt mit den Blauen Bergen, mit Tal, mit Dorvinion, mit Dunland, mit Durins Volk, mit Morweil, mit Rohan und den Tauretrim. Feinde sind Nir-Harad und Rudel. Und Erzfeinde sind Angmar, Dol Guldur, Gundabad, Halbtrolle, Isengard und Mordor. Mhm. Du hast extreme Störgeräusche. Habe ich die? Okay. Ich finde uns an Captain nicht mehr. They made, also Rivendell Captains, Lords of the Noldor, they may sell soldiers to the worthy for the purpose of protecting Eriador. Spawning, hiring, hier. Ah, da ist er. Du musst mindestens okay. 300 Alignment haben. Gut, habe ich nicht, oder? Ich bin nur 125. Nee, ich glaube auch nicht, dass ich das habe. Was habe ich für, ich habe 282. Okay, gut, dann wissen wir aber, dass es... Da, das geht, ja. Und schau mal, hier steht auch, wie viel die kosten. Ein normaler Rivendell-Elf. Die bringen uns ja nichts. Aber ja, der kostet 30 bis 60 Coins und für den brauchst du ein Alignment von mindestens 300. Okay. Aber für einen Krieger brauchst du mindestens 5, also brauchst du 50 bis 100 Coins und ein Alignment von mindestens 400. Okay, also müssen wir questen. Und für einen Reiter brauchst du 70 bis 140 Coins und mindestens 500 positives Alignment. Und für einen Bannerträger brauchst du 70 bis 140 Coins. Und ja, ebenfalls. Also brauchst du 550 positives Alignment. Okay, ich würde sagen, bis zur nächsten Folge schauen wir mal, dass wir unser Alignment so auf 550 bringen. Ja, bis zur nächsten Folge nicht, weil wir müssen jetzt den Weg für dich... noch eine zweite Folge im Nachhinein aufnehmen. Ja, stimmt, weil ich ja... ich bin in den Pfingstferien nicht da, das heißt, da müssen wir... Ja. Jo, wollen wir nochmal zurück und uns dann vorbereiten? Und dann in der nächsten Folge dann loszischen? Was gibt's groß vorzubereiten? Das ist natürlich die Frage. Also ich hab so eine Quest, ich muss 15 Strings sammeln. Ich denke, die kriege ich von zu Hause. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal alle immer so viele Quests an, wie es geht, und dann traveln wir halt hin und her. Ja, aber das seht ihr dann in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ja, so in etwa. Und, ja. Ich hole noch schnell diese Strings und dann, wenn Mobs müsste das sein, oder? Ja, hier. 1, 2, 3, 4, 5. Und ich starte in der Zwischenzeit mein Game Noise, ruckelt ein bisschen. Mach das. So. Gut, dann gehen wir da wieder rüber. Ein bisschen raus, dann geht's schneller. So, das müsste der hier sein. Ja. Was kann denn der Rivendell Warrior? Ey, das gab 18 plus Alignment, wenn ich das richtig gesehen habe. Testen wir das? Nice. Ja, einfach 15 Strings abgeben, gibt 18 Alignment. Thanks, ja, und die 15 Strings musst du aber auch erstmal ranholen. 15 Strings sind jetzt nicht die Welt. Na, jo. Wir hatten 32. Jetzt haben wir noch 17. Also noch ist was möglich. So. Nehme ich noch eine Quest an. Und dann schauen wir mal uns die Quests an, die wir so haben. Oh, hier waren dann noch irgendwo Quests zum Annehmen. Hier vielleicht. Oh, nee. So, die habe ich schon angenommen. Du hast keine. Am besten zu einem Krieger gehen oder so. Das ruckelt ebenfalls bei mir. Das müssen ein Stückchen. Hat jemand hier eine Quest? Schade. Keiner hat eine Quest. Sehr schade. Ah, aber schau mal, je höher dein Alignment mit den Elben ist, desto weniger teuer, also desto günstiger sind die Units. Ah, auch gut zu wissen. Erklär doch, warum es da einen Unterschied gibt. Also zwischen 70 bis 140 Coins. Lena Flamhi. Also schau mal, wenn du einen Rivendell, einen ganz normalen Elben anheuerst, der hat
Also der hat die folgenden Vorteile. Have both ranged and melee attack. Good ranged attack strength. Cheap cost wise. Also vermutlich günstig und preisgünstig. Immune to poison, das ist interessant. Good against, du hast wieder Störgeräusche. Ja, das haben die anderen auch, oder? Ja, aber schau mal, seine Disadvantages sind, er hat keine guten Melee-Attacks und auch keine große Reichweite. Considering weakness, a rather high alignment requirement, aha. Er hat keine Rüstung und their strong bows make arrows pass over the head of most of orcs. Wow, der trifft nicht. Wer trifft nicht? Ja, die Elben. Die treffen nicht. Also es stand gerade bei den Disadvantages. Wenn ich jetzt hier mal einen Warrior mir anschaue. Ja, der hat aber das gleiche. Der hat auch mehr Leben, der hat Rüstung. Der hat nur... Ja, der hat halt nur den Disadvantage, dass er halt recht teuer ist und eben das mit dem Bogen. So, ist mir was. Ich würde sagen, wir gehen schlafen und dann starten wir die nächste Folge, oder? Ja, so in etwa. Ich loote hier noch ein bisschen was. Kommt ja durch? Nee. Gut. Ah, Moment, ich gehe kurz zum nächsten Bett, das ich finde. Und schlafe. Jo, dann beende ich jetzt auch hier die Folge wieder. War im Bett begonnen und endet im Bett. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ansonsten, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.